Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Ja, wir werden erstmal mit dem KV-1S eine Runde spielen, denn ich habe noch nicht genug Erfahrung, um irgendwas Neues kaufen zu können. Aber wenn wir die eine Runde fertig haben, könnte es sein, dass ich mir schon den neuen Turm kaufen kann. Der bringt ja ein paar Strukturpunkte, da spare ich jetzt drauf. Und wenn man den neuen Turm hat, dann kann man auch wieder ein neues Geschütz erforschen. Aber erstmal einen Schritt nach den anderen. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier verdienen. Oder auch nicht, je nachdem. Ich werde wieder hier oben, wenn ihr auf der Minimap lang schaut, werde ich hier oben lang fahren. Mich hier oben erstmal ein bisschen hinstellen. Und alles Weitere wird man sehen. Ja, eine Artillerie auf jeder Seite, das geht auch. Gerade bei der Map wäre viel Artillerie schlecht. So, da vorne ist auch schon ein Gegner. So schnell wie der fährt, auch ein Scout. Was ist das? Ein Cromwell. Oh, hier könnte ich vielleicht einen erreichen. Ah, schade. Ja, schade. Also das Geschütz hier, das ist auf jeden Fall stärker als das erste, was man drin hat. Aber so richtig überzeugen tut mich das jetzt auch noch nicht. Ich werde mich jetzt hier oben mal hinstellen. Jawohl, jetzt hat er mir mal ein bisschen Schaden gemacht hier. Jawohl. Schön die Kette abschießen, das nervt ungemein. Wir haben sie übel erwischt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ja, ich fahre jetzt erstmal ein Stückchen zurück und stelle mich lieber mal hinter diesen Berg. Da stand ich doch etwas auf dem Präsentierteller. Kriege ich das Rohr hier nicht weit genug runter? Jetzt aber. Volltreffer! 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 Jawohl, und wieder die Kette ab. Haha. Schade. Bei dem wollte ich das auch machen, aber gut, okay, dann nehme ich erstmal den vor. Volltreffer! Oder doch erstmal Wir den. haben Jawohl. sie! Also, wenn da zwei stehen, kann man sich mal Volltreffer! schlecht entscheiden. Jetzt steht wieder nur einer davor. Er ging glatt durch! Ich verstehe nicht, wieso die so Volltreffer! weit vorfahren, wenn die hier permanent beschossen werden. Aber gut. Ja,
Die sind Geschichte. Und jetzt werde ich mal vorsichtig hier bei diesem Hügel hier rumfahren. Ich hoffe, da vorne steht jetzt keiner. Oh ja, oh Scheiße. Absolut schnell zur Fahne. War, glaube ich, alle so etwas gepennt. Nehme ich mich natürlich nicht aus. Dann schauen wir mal, was zu retten ist. Falls überhaupt noch was zu retten ist. Das wird eine knappe Kiste. Scheiße. Ah, die sehen mich wahrscheinlich schon eher als ich sie. Hier ist einer. Los, einmal. Zack. Scheiße. Hat nichts mehr gebracht. Ja, so ein Mist. Na gut. Das Spiel war zwar eine Niederlage, aber ja, für mich halbwegs erfolgreich. Wenn man sich das mal anguckt, einmal den Panzerbrecher und einmal den Richtschützen habe ich bekommen. In der Teamauswertung sieht so aus, ja, unteres Mittelfeld, ausführlicher Bericht. Ja, 666 Schaden gemacht, 25 Schüsse abgegeben, 20 Direkttreffer, hängen geblieben nach Abzug aller Kosten, 8774 Kreditpunkte. Und ich würde mal sagen, wir gehen gleich in das nächste Gefecht auch nochmal mit dem KV-1S. Und danach schauen wir mal, ob ich mir irgendwie schon ein Zubehör leisten kann. Ja, zwei Artillerie auf jeder Seite. Malinowka. Und das ist ein Begegnungsgefecht, Fahnen in der Mitte. Ah, spiele ich bei dieser Map eigentlich nicht so gerne, aber egal. Müssen wir durch. Jetzt überlege ich nur gerade, welche Richtung ich fahre. Ich glaube, ich fahre hier mal rechts außen um. Also hier um den Teich, hier praktisch und dann mal den Weg. Weil die meisten versammeln sich hier, verständlicherweise. Hier ist der kürzeste Weg, aber ich glaube, ich nehme mal den langen Weg. Vielleicht folgen mir ja noch mal so ein, zwei Leute. Jetzt direkt zur Fahne fahren, das wäre, glaube ich, glatter Selbstmord. Lieber außenrum. Vor mir ist so ein dicker VK, VOK 3601A. Ist schon mal gut. Da hinten folgt noch ein KV-1S. Und jetzt müssen wir so langsam aufpassen hier. Da vorne kommt auch schon so ein Schneller. Ach. Ja, jetzt sollten wir uns schnell bewegen, denn die haben auch Artillerie, wie gesagt. Scheiße. Der ist hier echt durch die Lappen gegangen. Was ist denn das eigentlich für einer gewesen? Ja, auch so ein VK 3001. Nee, 2801. Okay. Seine Ketten sind weg. Ich hoffe, das bleibt nochmal so.
noch so einer und die sind fertig. Jawohl, der ist erstmal weg, der kann uns nicht mehr gefährlich werden. 5 zu 0 steht's momentan. Ganz gutes Ergebnis, 6 zu 0. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt ist die Frage, wagen wir uns hier so einen kleinen Vorstoß? Da bleiben wir erstmal stehen, checken mal die Lage. Ah, es folgen schon ein paar. Wir fahren einfach mal. Jawohl. Wir haben sie übel erwischt. Wir haben sie übel erwischt. So, der Jagdpanzer ist auch Geschichte. Super, das war ein schönes Zusammenspiel eben. Er traut sich jetzt auch nicht so richtig raus. Das Blöde ist natürlich jetzt hier die verdammte Artillerie. Macht uns hier so ein bisschen die Hölle heiß. Die steht bestimmt bei der Mühle. Ah, so, jetzt fahre ich hier mal hoch zur Mühle. Da hinten ist er, hinten links. Da ist auch noch einer. So, mein Freund, dich hole ich erstmal. Dich hole ich erstmal hier, du. Fuck. Ja, super. 15 zu 3. War schon mal nicht schlecht. Zwar keinen Abschuss gemacht, aber so ein bisschen Schaden gemacht. Teamauswertung, naja, könnte besser sein, aber ich habe überlebt. Egal, man kann nicht immer glänzen, das wisst ihr ja. Aber dafür kann ich mir jetzt hier was Neues kaufen. 5500 Erfahrungspunkte hatte ich, also für den Panzer. Freie wollte ich ja nicht dafür ausgeben. Jetzt kaufe ich mir hier diesen Turm. Kostet 17.500 und ich hoffe, ich kann ihn einbauen. Jawohl. Manchmal ist es auch so, dass er zu schwer für die ersten Ketten ist, aber das geht. Das Ganze sieht dann so aus. Ist schon mal ein etwas größerer Turm. Und Wartung machen wir mal so. Und jetzt muss ich nochmal schauen, was würde denn jetzt Forschung, was würde denn jetzt das andere kosten. Das hier würde 17.000 Forschungspunkte kosten. Das ist mein lieber Mann. Aber ich denke mal, 122 mm, das ist schon ganz ordentlich. Und das würde hier 4.500 Forschungspunkte kosten. Was würde das im Vergleich bringen? Naja, so schlecht ist es. Ach Quatsch, ich muss ja hier gucken. Aber so schlecht ist es, glaube ich, nicht im Gegensatz zu meinem, was ich jetzt habe. Ja, also es würde schon auf jeden Fall schon was bringen, wenn ich erstmal das kaufen würde. Und ich glaube, wenn ich das erstmal habe hier, dieses 85 mm Geschütz, dann würde ich mir erstmal die Ketten bzw. den Motor aufrüsten und ganz zum Schluss dieses Geschütz hier. Ah, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Ah, da müssen wir noch ordentlich sparen, aber der Weg mit diesem Geschütz zu dieser IS, der ist dann auch schon geebnet. Und ja, also das ist ja dann sowieso mein nächstes Ziel, aber ich glaube, da werden wir noch einige Let's Plays von mir sehen. Ich spiele ja immer schon mal so ein bisschen vor, aber das ist ja, ihr seht ja selber hier, fast 50.000 Forschungspunkte.
Die muss ich ja auch erstmal zusammensparen. Also von daher, das kann auch eine Weile dauern. Aber ich hoffe, ihr verfolgt die Let's Plays weiter. Ich hatte ja mal gesagt, wenn ihr möchtet, dass ich mal andere Panzer spielen soll, dann sagt mir das einfach mal oder schreibt es in den Kommentaren. Das mache ich dann auch. Nur, wie gesagt, mein Hauptziel ist eben dieser IS, den würde ich sehr gerne haben. Und ja, deswegen spiele ich auch erstmal vorrangig den KV-1S. Also, wenn es euch aber langweilig wird, wenn ihr einen anderen Panzer sehen möchtet, den ich jetzt in der Garage habe, ich zeige euch mal meine Garage. Hier steht ja noch nicht so viel drin. Entweder diesen Chinesen oder hier den Panzerkampfwagen. Oder auch nochmal die älteren russischen Panzer, jetzt der T-28, finde ich nach wie vor ist ein total geiler Panzer. Also mir liegt der sehr gut. Ja, wie gesagt, sagt einfach Bescheid, dann mache ich das auch, aber solange fahre ich erstmal den hier weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, euer Talangs.